Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video! Yay! Wir sind beim dritten Teil meines Reviews zu Mudo Sushi angelangt. Heute geht es um den Donghua, was ich hoffentlich immer noch richtig oder einigermaßen richtig ausspreche, nachdem ich es extra, mir nochmal von Google habe aussprechen lassen. Ein paar Sachen hatte ich ja schon in dem Einleitungs- und dem Story-Video angeschnitten. Bevor ich anfange, noch eine Sache, die ich vergessen hatte, die hätte ich eigentlich schon in der Einleitung erwähnen müssen. Aber natürlich, vergesse ich etwas so Wichtiges. Und zwar ist die Geschichte sehr eindeutig an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Es gibt sehr viel Thematiken, die angesprochen werden, die eher für Erwachsene sind und die halt auch so Sachen wie Gewalt und ziemlich düstere Themen, sag ich mal, und natürlich auch so ein bisschen was Sexuelles und so, was dann später noch eine Rolle spielt, beziehungsweise eigentlich eher so ein bisschen in den Extras, die, glaube ich, auch nicht in diesen Büchern hier mit drin sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, kleiner Spoiler, da gibt es auch eine Szene relativ zum Ende. Also, das wollte ich nur nochmal gesagt haben, dass es keine Geschichte für Kinder in dem Sinne ist oder auch Teenager. Wobei natürlich viele Teenager das auch in dem Sinne schon lesen könnten und damit quasi an sich so keine Probleme haben. Also ich habe auch als Teenager irgendwie Sachen gelesen, die eigentlich erst ab 18 sind und geschaut. So, von daher ist es nicht so strikt, wie das eigentlich manchmal irgendwie impliziert wird, sage ich mal, von irgendwelchen so Altersempfehlungen. Das sind ja auch Empfehlungen und jeder Mensch ist da ja auch ein bisschen anders und kann andere Sachen schon vertragen. Aber an sich richtet sich das alles halt an ein erwachsenes Publikum und deswegen sollten jüngere Leute da vielleicht eher überlegen, ob sie sich schon reif genug dafür fühlen quasi und da auch ordentlich unterscheiden können, dass sie diejenigen sind, die einen Erwachsenenbereich quasi betreten, wenn sie sich im Fandom aufhalten und insgesamt, wenn sie sich mit der Geschichte auseinandersetzen und dass sie da vielleicht manche Sachen noch nicht so gut verstehen, nachvollziehen, auseinanderhalten können und das ist einfach was ich nochmal erwähnen wollte und wie gesagt, hätte ich schon früher machen sollen, habe ich nicht dran gedacht, weil es für mich auch so ein bisschen etwas sehr Selbstverständliches ist und ich das dann einfach vergesse zu erwähnen und aber jetzt habe ich es nochmal erwähnt, so viel dazu, das war auch das Einzige, was mir jetzt noch so eingefallen ist, was ich vergessen hatte zu erwähnen, was eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Und ja, jetzt kommen wir zum Donghua, wozu ich schon ein bisschen was teilweise in den anderen zwei Videos gesagt habe, weil ich ja so ein bisschen schon über Sachen geredet habe, die eigentlich auch erst später wichtig sind, weil ich das immer mache, weil so ein bisschen Sachen anschneiden macht ja auch Sinn, also ist jetzt nicht so seltsam. Also als erstes hatte ich mir hier aufgeschrieben, dass ich nicht vorhabe, den Donghua irgendwie zu bashen oder schlecht zu reden oder irgendwie sowas in der Art, weil ich mag den Donghua sehr gerne. Er ist wunderschön. Also wenn ihr euch da mal irgendwelche Screenshots oder so von anguckt, das ist einfach, wunderschön. Ich würde definitiv sagen, dass der Donghua so seine eigene Berechtigung natürlich hat und seine eigenen guten und schlechten Seiten. Und falls ich ein bisschen zu sehr mich auf die schlechten fokussiere, liegt das nicht unbedingt daran, dass der Donghua schlecht ist, sondern nur, dass mir vielleicht mehr so die schlechten Sachen davon in Erinnerung geblieben sind, falls es Sinn macht. Das ist ja sowieso meistens so. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, dass der Donghua richtig, richtig gut ist. Und das wollte ich nur vorweg einmal erwähnt haben. Ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt, aber der Donghua war für mich das erste Werk quasi, die erste Adaption von Mudo Sushi, die ich gesehen habe, mit der ich mich auseinandergesetzt habe. Und was ich auf jeden Fall auch schon erwähnt habe, ist, dass ich am Anfang sehr verwirrt war, was auch natürlich logisch und verständlich ist. Ich kenne mich mit der oder kannte mich mit der chinesischen Kultur und chinesischen Geschichten und chinesischer Fantasy und so einfach noch überhaupt gar nicht aus. Und von daher ist es natürlich klar, dass ich erstmal so ein bisschen Kulturschock habe, beziehungsweise erstmal mich zurechtfinden muss. Das macht ja Sinn. Also ich weiß nicht, da sollte, glaube ich, niemand irgendwie was anderes erwarten. Das ist einfach etwas, das wenig verwunderlich ist. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie speziell etwas mit dem Donghua zu tun hat. Wobei ich schon finde, dass es auch speziell was damit zu tun hat. Aber diese Verwirrung an sich ist jetzt nicht. Also da hätte ich auch, das hätte ich auch bei jedem anderen. Selbst wenn ich mit dem Drama zuerst angefangen hätte, wäre ich trotzdem, also hätte ich die gleichen Verwirrungen gehabt. Nur vielleicht ein bisschen auf einem anderen Level. Aber das ist ja erstmal logisch, erstmal verwirrt zu sein, erstmal ein bisschen überfordert zu sein, gerade auch von den ganzen verschiedenen Namen und viele
kulturelle Gegebenheiten, sag ich mal, oder auch so Tropes, die ich einfach noch nicht kenne, mit denen ich einfach noch nicht vertraut bin. Das ist ja auch etwas, das kommt einfach mit der Zeit und das ist nichts, das irgendwie so in dem Moment erzwungen werden kann. So klar hätte ich vielleicht bestimmte Sachen nachgucken können oder so, aber ich bin auch automatisch dadurch, dass ich mich dann in dem Fandom halt so ein bisschen wiedergefunden habe, da werden einem auch viele, viele Sachen erklärt und es ist nicht so, dass eins dann da völlig lost ist und einfach keine Möglichkeit hat, irgendwie Sachen herauszufinden. Ich glaube auch, der Donghua hat ganz viele Erklärungen auch immer gehabt, um Zuschauenden, die vielleicht jetzt nicht unbedingt chinesisch sind oder sich damit halt auskennen mit der Kultur und den ganzen Fantasy-Tropes und sowas alles, da gab es halt immer auch so Erklärungen und sowas alles und die gibt es zum Beispiel hier in dem weiß ich gar nicht, aber in den englischen Novels und so gibt es das ganz oft auch, dass da halt einfach dann so ein bisschen Fußnoten mit drin sind, wo dann bestimmte Sachen, die zum Beispiel gerade westliche Menschen einfach nicht verstehen bzw. nicht kennen, wo die einfach erklärt werden und das finde ich auch immer sehr hilfreich, um einfach die Kultur auch besser zu verstehen und eben halt dieser Verwirrung auch entgegenzuwirken und da kann ich mich, glaube ich, soweit ich mich erinnere, war der Donghua da auch sehr gut, zumindest da, wo ich die Übersetzung und so angeschaut habe, also wo ich mir den insgesamt angeschaut habe. Von daher ist es einfach eine Sache von sich daran gewöhnen und sich mehr damit auseinandersetzen und dann wird diese Verwirrung auch weniger. Also ich würde jetzt, wie gesagt, nicht sagen, dass es die Schuld von dem Donghua war quasi. Ja, was da auch so ein bisschen noch mit reinspielt, ist natürlich auch so ein bisschen der Sprachrhythmus vom Chinesischen, weil zum Beispiel mit dem Japanischen bin ich halt sehr vertraut, weil ich super krass viel Anime geschaut habe. Und da ist natürlich auch klar, dass eins sich daran erstmal ein bisschen gewöhnen muss. Und geht aber bei mir, also zumindest bei mir ging das recht schnell. Ich bin ja auch so ein bisschen sprachaffin da, so würde ich mal sagen. Und aber mit der Zeit kann, glaube ich, jeder da sich dran gewöhnen und ist dann nicht mehr so irritiert irgendwie, wie schnell muss ich jetzt die Untertitel lesen, wie lange sind die da. Was natürlich schon so ein bisschen die Schuld des Donghua ist, ist natürlich die Art, wie der Donghua die Geschichte erzählt. Also das hatte ich ja auch schon erwähnt, dass das Tempo vom Donghua halt sehr schnell ist und auch so ein bisschen in den Zeiten halt hin und her springt, was der Novel aber auch macht. Also der Novel springt auch in den Zeiten hin und her. Logischerweise ist beim Lesen, da hast du einfach dein eigenes Tempo, aber im Donghua passieren die Sachen doch sehr schnell und gerade wenn eins noch neu ist mit der ganzen Kultur und sowas alles, dann fördert das natürlich diese Verwirrung. Ich glaube, bei anderen Donghuas ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn eins das dann zum Beispiel als erstes schaut. Ich glaube zum Beispiel bei Thousand Autumns ist es halt nicht so dramatisch, weil da auch nicht in der Zeit hin und her gesprungen wird zum Beispiel und nicht so viel irgendwie reingestopft wird, habe ich das Gefühl. Aber das ist auch so ein bisschen einfach vielleicht eine Geschmackssache. Manche mögen das vielleicht auch, wenn das Tempo schneller ist. Und für mich hat das eher zur Verwirrung dazu beigetragen und dazu, dass mir der Donghua in dem Sinne nicht so gut gefallen hat, weil ich einfach viele Sachen, beziehungsweise er hat mir gut gefallen, aber es gab halt diesen Schwierigkeitspunkt, dass viele Sachen mich verwirrt haben und mir es teilweise einfach zu schnell ging und ich mich dadurch nicht so richtig auf die Geschichte einlassen konnte. Ja, was ich glaube ich auch schon mal erwähnt hatte, ist, dass ich dementsprechend den Donghua eher nicht so als Einstieg in dieses Universum empfehlen würde. Aber ich glaube, da hatte ich auch schon mal erwähnt, dass es natürlich in dem Sinne jedem selbst überlassen ist und sobald eins sich da so ein bisschen reingefunden hat oder vielleicht auch schon andere Donghuas kennt oder sich allgemein schon ein bisschen so mit den, mit chinesischer Fantasy quasi sich schon so ein bisschen auskennt, dann ist es, glaube ich, auch weniger ein Problem, logischerweise. Aber so als ersten Einstieg finde ich es schon ein bisschen sehr anspruchsvoll, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, davon abgesehen ist der Donghua aber echt richtig, richtig schön. Allein dafür, finde ich, lohnt es sich schon total, den Donghua anzuschauen, weil der Donghua einfach so schöne Bilder hat und so auf so eine ästhetische Weise irgendwie die Geschichte transportiert und dafür alleine, finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall, den Donghua anzuschauen. Dazu kommt dann noch, dass der Donghua, wie eigentlich jede Adaption, auch so ein bisschen eine eigene Art hat, die Geschichte einfach zu erzählen und es teilweise noch zusätzliche Szenen gibt, die zum Beispiel nicht im Novel existieren oder auch nicht im Drama existieren. Und dadurch hat der Donghua einfach auch einen eigenen Stellenwert, so als eigenes Werk, würde ich einfach sagen, als eigenes als eigene Geschichte, so ein bisschen losgelöst, auch von dem Original. Also ich nenne das immer so ein bisschen eine offizielle Fanfiction, sage ich mal. Also es ist ja einfach logisch, dass wenn etwas adaptiert wird, jetzt zum Beispiel aus einem Novel, dass
ein Donghua ist einfach ein anderes Medium als jetzt ein Novel und dementsprechend müssen ja auch Sachen angepasst und verändert werden. Dass es auch so ein bisschen mit Zensur zu tun hat in China, habe ich ja schon mal erwähnt. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema, wo ihr euch einfach so drüber informieren solltet, weil da bin ich jetzt nicht so expertisch unterwegs. Also da habe ich jetzt nicht so das Wissen drüber, aber das ist natürlich auch etwas, das eins so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, dass manche Sachen natürlich, also gerade was so die Beziehungen von Wang Xian angeht, also die beiden Hauptcharaktere, deren Chipname, dass die halt nicht so explizit gezeigt wird. Und ja, aber das ist wie gesagt so ein bisschen ein ganz eigenes Thema, aber das führt natürlich auch dazu, dass manche Sachen halt abgewandelt werden oder halt einfach nicht so gezeigt werden, wie sie zum Beispiel im Novel sind. Aber ja, davon abgesehen gibt es natürlich auch so leichte Modifikationen. Auch zum Beispiel die ganze Thematik mit dem Schwarz-Weiß-Denken und wie der Novel das eigentlich behandelt. Das fällt leider auch ganz oft unter die Zensur in China, weil die eigentlich mehr so ein bisschen darauf aus sind, das zu verstärken, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und Mona Sushi ist ja eigentlich, läuft ja eigentlich genau dagegen und will ja quasi aufzeigen, dass es halt meistens halt nicht sinnvoll ist und ganz oft einfach nur jemand ja, attackiert wird, weil der sich gerade irgendwie dafür anbietet und einen Moment wird die Person geliebt und im nächsten Moment wird die Person gehasst. Ja, also das ist halt so ein bisschen schade, dass diese Sachen dann so ein bisschen, ja, eher unter den Teppich gekehrt werden, sage ich mal, und nicht so krass thematisiert werden, wie sie vielleicht im Novel dargestellt werden. Aber das lässt sich ja zum Beispiel auch dadurch lösen, sich dann einfach den Novel auch zu holen und den zu lesen, eventuell. Aber ja, wie gesagt, so ein bisschen Modifikationen und eigene Szenen und so sind ja in dem Sinne einfach nur logisch und sind halt auch ein Punkt, warum der Donghua einfach auch ja, für sich stehend als eigenes Werk definitiv angeschaut werden sollte und es verdient, angeschaut zu werden und ja, auch so den Eigenwert des Donghuas einfach ausmacht. Insgesamt würde ich sagen, dass der Donghua auf jeden Fall eine riesig, riesig große Empfehlung ist. Einfach weil er wunderschön ist, weil es Szenen darin gibt, die so nicht im Novel oder im Drama vorkommen und dadurch einfach der Donghua seinen eigenen Stellenwert als quasi offizielle Fanfiction des Novels hat. Und ja, vielleicht, falls es wirklich euer erster Einstieg so ein bisschen in chinesische Fantasy, chinesische Animation und sowas alles ist, dann ja, schaut euch vielleicht Guides an oder guckt mal, was es vielleicht für Informationen so gibt, die euch das so ein bisschen könnte, auch mit den Namen und so klarzukommen. Und da gibt es, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten, sich da auch ja, selber zu helfen, sage ich mal. Falls dieses Video das erste sein sollte, was ihr jemals über Mona Sushi gehört habt, dann ja, würde ich sagen, wäre das eine gute Idee. Eventuell könntet ihr auch mich fragen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das wirklich ist, sag ich mal. Ich glaube, da gibt es viele Leute, die besser darüber informieren können. Aber ja, an sich war das so das, was ich zu dem Donghua zu erzählen hatte. Und ich könnte jetzt noch sagen, wie viele Folgen der Donghua hat, wie viele Staffeln. Ich glaube, es sind 3, aber ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie viele Folgen. Es gibt auch noch einen Donghua, der so ein bisschen, also es nennt sich Mona Sushi Q und das ist so ein bisschen, ja, sehr lighthearted, sehr verspielt, so ein bisschen kindisch vielleicht auch und ist eher so ein bisschen Comedy-mäßig und auf lustig angelehnt. Das würde ich sagen, schaut euch eher danach an, wenn ihr den Donghua schon gesehen habt, weil das eigentlich mehr so ein bisschen, ja, so ein kleines Special ist. Also es sind immer so ganz kurze Folgen, so 5 Minuten oder so, wo einfach so ein paar lustige Sachen noch gezeigt werden, was jetzt auch nicht unbedingt was mit der Story zu tun hat, aber wenn eins sich einfach noch ein bisschen mehr so die Charaktere anschauen möchte und einfach auch ein bisschen Lust hat auf was, ja, leichtherzigeres, sagt man das im Deutschen eigentlich so, also etwas, was jetzt nicht so, ja, nicht so deep ist, sondern einfach nur ein bisschen lustig und süß, dann kann eins sich das natürlich auch noch anschauen und ja, natürlich, wie gesagt, den Novel lesen und nächstes Mal erzähle ich dann mehr zu dem Drama, wozu ich einiges zu sagen habe. Und dann kommt noch der Novel und ja, ganz am Ende noch so ein bisschen ein Fazit. Also ich weiß noch nicht, wie viele Videos das ungefähr werden. Ich denke mal, im nächsten Video werde ich komplett dann auf das Drama eingehen. Und ja, ich hoffe, das interessiert zumindest einige Leute. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie nicht so viele Leute daran interessiert sind. Aber also so ein bisschen einfach nur anhand der Aufrufe. Aber ich möchte trotzdem gerne darüber reden und vielleicht war es auch eine blöde Idee, das so ein bisschen in einzelne Teile aufzuteilen. Aber ich finde es irgendwie sinnvoller und
ja, ich wollte dieses Video einfach schon seit Ewigkeiten machen, deswegen mache ich es ja jetzt. Und an sich ist es mir auch egal, ob sich das Leute anschauen oder nicht, weil ich einfach ja, gern darüber reden möchte und das gern dokumentieren möchte. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht jetzt Interesse an der Geschichte habt oder ob ihr die vielleicht schon kennt. Und ja, schaut auch gern auf meinem Let's Play-Kanal vorbei oder schaut euch noch andere Videos von mir an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!